wenn sie hier als Erste wieder rausgeht auf die Schlussrunde, dann kann sie die Goldmedaille lange genießen, die sie dann am Ende ernten wird. Hoffentlich. Wenn nicht irgendwas unterwegs passiert. Aber wie gesagt, ganz, ganz langsam, Schritt für Schritt. Jetzt schauen wir erst auf das abschließende Schießen. Insgesamt der Wind nicht so heftig. Sollte gehen. Jeder Treffer bringt sie der Goldmedaille näher. Aber natürlich weiß sie, dass es genau darum hier geht in diesem letzten Schießen. Nur ruhig. Oh, langsam. Ja, jetzt ab. Ja. Also, ja. Da hat sie es besser gemacht. Jetzt. Nicht irritieren lassen. Es sind zwei Fehler. Drei Fehler, ja. Sie muss zweimal in die Strafrunde. In etwa hat das von der Zeit her ja gereicht. Und außerdem müssten die ja jetzt noch alle Null schießen. Also, bleibt noch ein wenig spannend hier, auch für Uwe Müßiggang. Er schaut dann noch mal hinterher und wird jetzt hier genau hinschauen, was diese drei hier fabrizieren. Jekaterina Jurjewa, Vita Semerenko und Tora Berger. Die Verfolgerinnen von Magdalena Neuner. Alle drei können schnell schießen, Jurjewa im Besonderen. Und Kathi Wilhelm ist auch schon wieder da. Tora Berger, fünf Treffer. Alle drei. Alle drei mit fünf Treffern. Uiuiui. Und wann kommt Magdalena Neuner hier aus der Runde zurück? Zusammen mit den anderen. Zusammen gehen zu viert auf die letzte Runde. Also spannender kann die Nummer nicht sein. Da haben sie die Parallelität. Die drei, die da kommen. Und Magdalena Neuner um eine Skilänge setzte sich da vorne dran. Vor Semerenko, vor Berger und vor Jurjewa. Vier also jetzt auf dem Weg in Richtung Podest. Wer holt sich hier welche Medaille? Unglaublich, diese Spannung, für die Magdalena Neuner hier nochmal gesorgt hat. Martina Glago trifft alle fünf Scheiben. Die hat nach dem ersten Schießen sich hier hervorragend zurückgekämpft. Neuner also vor Semerenko, Berger und Jurjewa. Alle im Bereich von 2 Sekunden nur. Mein lieber Mann, das geht jetzt hier richtig zur Sache auf dieser letzten Runde. Andrea Henkel. Und hier haben wir nochmal die Schüsse von Magdalena Neuner. Ja, relativ weit weg. Und sie wird jetzt natürlich versuchen, sofort das Tempo anzuziehen, damit ja niemand sich im Windschatten ausruhen kann, sozusagen. Und versucht natürlich jetzt, da Abstand zwischen sich und die anderen zu das bringen. Das Tempo eben möglichst hoch zu halten. Oh, oh, oh. Und vom läuferischen Vermögen, ja, da dürfte Semerenko eigentlich nicht mithalten. Schau, Berger greift an. Tora Berger. Die ist mit dabei, die ist dran hier. Die will hier die Medaille unbedingt ganz verbissen. Vollgas hier vorbei an Magdalena Neuner. Mein lieber Mann. Und jetzt ganz ruhig bleiben, Magdalena. Vertrauen auf die eigene Stärke. Hinten dran bleiben. Ja, das war zu erwarten. Auch Jurjewa jetzt vorbei an Semerenko. Die wird jetzt zurückfallen. Und die drei da vorne, die sind es. Die werden es unter sich ausmachen, wenn Jurjewa noch mal rankommt. Ja, ich würde jetzt hinter Berger bleiben, den nächsten Anstieg. Dann überholt sie, dann kann sie sich etwas ausruhen, konzentrieren. Und wenn es flach wird, da hat Berger ihre Schwächen. Wenn es leicht bergauf geht, da könnte Magdalena dann vorbeiziehen. Aber das ist die Theorie. Da kommt die Magdalena Neuner, geht raus, geht neben Tora Berger. Versucht jetzt den Konter zu setzen, geht vorbei. Unglaublich. An der Norwegerin, jawohl, schafft sie auch. Na. Ja, Tora Berger, verbissen hält sie dagegen. Die drei vierten Plätze, die treiben sie an hier. Berger kann ganz innen gehen jetzt. Ja. Zwar den steileren Weg. Und Magdalena Neuner, wie in der Formel 1, hat den Weg zugemacht. Und Berger hat sich umgeschaut. Was sagt uns das? Oh, ja. Hoffentlich kommt da keine mehr hinter mir. Denkt schon an die Absicherung nach hinten. Ja. Und die beiden, die sind jetzt erstmal davon. Also, Medaille wird es mit Sicherheit für Magdalena Neuner. Und die beiden hier, das Trainergespann, das so erfolgreiche, vor allen Dingen Uwe Müßiggang, Gerald Hönig, ist ja erst dazugekommen. Und wieder der Konter hier von Tora Berger. Die unterschiedlichen Profile der Strecke nutzen sie hier. Jede hat so ihre Stärken.
Und jetzt ist die Norwegerin wieder vorbei. Und Magdalena versucht außen Paroli zu bieten. Wenn es flach wird, wenn es leicht bergauf geht, ich glaube, dann hätte Magdalena den Vorteil, dann könnte sie vielleicht 10 Meter zwischen sich und Tora Berger legen. Ja, das klingt wie heute Morgen bei Michael Greiss, ja, und Christoph Suhmann, die berühmten 10 Meter, die dazwischen gehören. Aber Tora Berger, die wird hier richtig kämpfen. Jetzt ist Magdalena Neuner wieder vorne. Ja, und Jekaterina Jurjeva scheint aussichtslos da. 10,5 Sekunden. Wirkt auch nicht mehr so schnell wie die beiden vorne. Vita Semerenko. Und das Warten, das lange, lange Warten. Das Los der Trainer am Schießstand, wenn hier die Arbeit sozusagen getan ist. Nur noch zu schauen, was kommt am Ende dabei heraus. Und das ist ein so spannender Kampf hier. Eindrucksvoll, klasse zwischen der 21-jährigen Magdalena Neuner und Tora Berger. Und das ist jetzt die Stelle, wo ich gedacht habe, da muss Magdalena versuchen wegzugehen. Denn da kann sie den Ski etwas länger gleiten lassen. Du brauchst natürlich die Kraft dazu. Und gelingt es ihr. Schaut so aus, ja. Ja, aber und sehen Sie hier, die Betreuer, die Deutschen, die Norweger feuern die beiden Athletinnen an. Das Gleitvermögen von Magdalena Neuner, das sie hier vielleicht ausspielen kann. Toll von beiden, wirklich. Tora Berger und Magdalena Neuner, wie sie hier da laufen. Aber es sind jetzt vielleicht diese 10 Meter, ja? Ja, die Lücke ist da. Die Lücke ist da zugunsten von Magdalena Neuner. Ja, sieht man jetzt deutlich. Das sind schon mehr als 10 Meter zwischen den beiden. In diesen Anstiegen, die nicht ganz so steil sind, da hat sie technische Vorteile. Beziehungsweise Tora Berger hat eben hier technische Mängel durch ihren abgehackten Stil. Und hat wieder zurückgeschaut. Wo bleibt die Russin? Wo bleibt Jekaterina Jurjeva? Die kann ja nicht mehr eingreifen um die Plätze da ganz, ganz vorne. Jetzt kommt sie wieder, schau hin. Ja, und jetzt zieht sie sich wieder heran. So schnell geht das. Aber auch Magdalena Neuner ist eine Kämpferin. Da ist jetzt der Killerinstinkt gefragt. 700 Meter sind es dann bei der Zwischenzeit noch zum Ziel. Und das tut so weh, am Ende einer Woche den inneren Schweinehund hier zu bekämpfen. Und eben nicht nur die Gegnerin. Jetzt können Sie schön sehen, wo die Russin kommt. Da auf der anderen Seite. Das ist gelaufen, das ist klar. Und wieder geht sie weg, Magdalena Neuner. Wieder wird die Lücke größer. Hat sich ein wenig ranarbeiten können, Tora Berger, aber eben doch nicht entscheidend. Jetzt sollte sie es schaffen, wenn sie diese Kurve hier unfallfrei übersteht, Magdalena Neuner, dass sie als Erste hier über die Ziellinie fährt. So, da geht es in Richtung Ziel. Für die beiden Schlusssprint für Magdalena Neuner. Fünfte Goldmedaille bei einer WM, die zweite hier in Östersund. Im vergangenen Jahr, da waren es 3, morgen kommt noch die Staffel. Das könnten wieder genauso viele sein. Tolles Rennen, bravouröse Leistung, klasse von Magdalena Neuner, wie sie hier in dieser letzten Runde Tora Berger niedergekämpft hat. Aber auch größten Respekt für die Norwegerin, die so hervorragend dagegen gehalten hat, mit allem, was sie hat. Unbedingt die Medaille wollte nach den 3 vierten Plätzen Jekaterina Jurjeva. Eine glückliche Geschlagene, denn auch die Russin mit einer Medaille der Bronzenen. Und damit ist für sie der Satz komplett. Erste im Einzel, zweite in der Verfolgung und jetzt der dritte Rang im Massenstart von Östersund. Welch ein Rennen, unglaublich spannend bis zum Ende hin. Durch diesen Zweikampf von Magdalena Neuner, die hatte sich wieder abgeschottet hier gegen all diesen Lärm durch die Ohrstöpsel. Gerade am Schießstand, da will sie ihre Ruhe. Helena Jonsson, guter fünfter Platz für sie. Und da kommt schon Martina Klago. Bravouröser Kampf um jeden Platz. Am Ende ist es der sechste. Ihr Rückstand 57 Sekunden auf Magdalena Neuner. Also klasse von Martina Klago. 3 Fehler hat sie insgesamt geschossen.